Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lego Marvel Super Heroes. Wir setzen jetzt Geschichte mal fort. Wir waren gerade unter Wasser und sind jetzt im All. Lecker. Und wieder im Wasser. Ich wette, wir sind jetzt in diesem kleinen U-Boot und haben so was und haben so ein mega großes Level da drin. Obwohl das so ein Mini... Oh Gott! Hey, was ist hier los? Okay, nicht gut, nicht gut! Du solltest in Gegenwart einer Dame auf deine Manieren achten. Ernsthaft. Das waren aber nur drei. Der hat aber vorher ganz viele drin. Aber wenn das jetzt ein Boss ist, ne? Das wäre so geil. So, jetzt brauchen wir nur noch... Ja, ja. Wird erledigt. Wie cool. Ich weiß, warum du hier bist, Silver Surfer. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was Loki und Doom mit deinem Boss wollen. Reed Richards und Hulk sind bereit, Lady Liberty zu stoppen. Sind sie sicher, dass sie Wolverine mit dabei haben wollen? Ich weiß, Teamwork gehört nicht zu seinen Stärken. Aber wir brauchen ihn. Okay. Ihr braucht ein Flugzeug, um Magneto zu folgen und, ich trau's mich kaum zu sagen, die Freiheitsstatue. Wir dürfen ein Flugzeug fliegen. Ein Hulk-sicheres Fahrzeug wird euch zur Freiheitsstatue bringen. Wolverine wird euch dort treffen. Ich mach nochmal den Untertitel aus. Ein Hulk-sicheres Fahrzeug, das ist ja auch schon schön. So, wir sind Captain America... Ne, gar nicht. Hier, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Peter Maffay und Hulk. Ich hoffe, den Jungs geht es gut. Muss schon komisch sein, zur Abwechslung mal was noch Größeres und Grüneres als dich selbst zu sehen. Was, Bruce? Ah! Keine Panik. Wir schalten Lady Liberty aus, dann bist du sofort wieder die Nummer 1. Das ist doch garantiert hier ein... Minispiel. Aha, guck mal. Oh, das gibt uns einen Held. Das gibt uns einen Held. Aufräumdienst. Toll. Ich habe im Übrigen gesehen, dass mir jemand in die Kommentare einen Code für einen Helden, den man, also einen Code geschrieben hat, um einen anderen Helden freizuschalten. Das werde ich mal, das fällt mir gerade erst wieder ein. Den Code werde ich mir nochmal raussuchen, beziehungsweise schreibt den bitte nochmal in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr ja auch noch andere Codes. Ist das eine Bombe? Oh ja, tatsächlich. Ist gut, dann werden wir mal downspringen, ne? Und da, 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 da. Wo muss ich hinspringen? Hulk ist im Wege. Aha. Gehen wir mal auf das Dach. Das wird nicht mehr passen, glaube ich. Oder vielleicht doch. Komm, komm, komm. Pass, 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 pass. Ah. Gerade so. Und da ist direkt Hulk wieder. Ach man, jetzt kommen wir da nicht hoch, ne? Okay. Wir sind also wieder in unserer... Na, das passt nicht. Wir sind wieder in unserer frei begehbaren Welt. Hier ein schönes Plakat von Thor, Hulk und Iron Man. Da hinten wieder Iron Man und Hulk. Schön, wir können ja mal so einen leichten Overview über die Welt geben. Ich frage mich gerade, wo ich hin muss. Hier ist gar kein Männchen, was mir sonst immer sagt, wo ich hin soll. Hulk. Toll, einfach toll.
ist die schönste Welt, die ich je gesehen habe. So. Okay. Aha, jetzt wissen wir es, jetzt wissen wir es. Dann komm mal her. Ja, das nennt man natürlich Pech. Ist mir aber egal. Halt, komm mit. So, wir müssen hier um die Kurve, ganz klar. Ich finde den Bus cooler gerade, sorry. Der hat so ein Welcome to Lego Master Build Academy. Aha. Das ist ja lustig. So, wir müssen geradeaus, ganz klar. Ich werde jetzt mal keine Nebenmission machen, wie sonst immer. Sondern straight, geradeaus. Ja, leider müssen wir eine Kurve nehmen. Straight Kurve. Ah, naja, das war ja... Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Bereit für unseren kleinen Ausflug? Bitte lass mich fliegen. Bitte lass mich fliegen. Ja! Oh nein! Maria, bitte. Wir brauchen Hinweise. Roxxon ist der weltweit unangefochtene Marktführer in Sachen Energieproduktion. Man sagt, das Kraftwerk, das sich unweit von New York befindet, enthalte eine Art Versuchsreaktorkern. Aha, okay. Vielen Dank, Maria. Das ist sehr nett. Ich will fliegen! Kommt, meine Mutantenbrüder. Wir müssen dieses Atomkraftwerk stilllegen. Das ist natürlich doof. Mastermind. Halt, schreck, große Lady! Hulk, Vorsicht! Sie ist nationales Kulturgut! Und ihr Hut hat gefährliche Spitzen! Das ist natürlich doof. Oh, darf ich jetzt in der Luft mit dem Flugzeug fliegen und kämpfen? Na, das wird ja kacke. Okay, vielleicht doch nicht. Nein! Mann, ey, immer wenn's toll wird. Ins Atomkraftwerk. Dieser Tag wird immer besser. Hulk Smash! Oh Mann. Pilotenfehler. Du sagst es, mein Junge. Telekinese hab ich niemanden, ne? Hä? Hulk, bitte. Überleg mal, was du tust. Oh, Hulk habe ich auch schon lange nicht mehr gesteuert, ey. Der ist ja ganz komisch. Ah, komm, mach mal alles kaputt hier im Atomkraftwerk. Da kann sicher nichts passieren. Gehen wir mal kurz auf den Irone. Auf den. Hä? Was musst du mit dem machen? Ich bin zu dumm dafür. Ach so, das ist das. Okay, du bist nicht zu dumm, du bist alles richtig. Okay, warum? Ich frag mal nicht nach. Wir wechseln mal den Hulk. Oh, ich dachte, es ging da weiter. Warte mal. Kann er das hier kaputt machen? Nein. Ich glaube, es kann niemand, ne? Keiner kann hier Eisen zerstören. Das sieht auch cool aus. Wir haben auch keine Telekinese. Wir haben aber Feuer! Feuer, Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Noch mehr Feuer, Feuer, Feuer! Und eine riesengroße Freiheitsstatue, die uns angreift, was nicht so ganz toll ist. Hulk kann sich durch Giftmüll bewegen. Hä? Darf ich das nicht kaputt machen? Holy Kaboli! Das ist aber nicht nett, ne? Ja, ich komm runter und ihr kommt hoch, weißt du? Andersrum. Darf ich... Nein, Hulk. Hulk. Hulk, ich möchte... Genau. Und jetzt möchte ich das hier bitte kaputt machen. Das kann doch, Hulk! Willst du mich verarschen? Und wenn ich da rein, dann sterbe ich, oder? Ja. Hulk. 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 Wir müssen bestimmt da hoch jetzt. Ja, einen anderen Weg gibt es hier auch nicht. Diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand.
Nee, das glitzert grün, das kann ich nicht kaputt machen. Oh, das glitzert gelb, das kann ich kaputt machen. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch? Kann ich mit Hulk irgendwie so eine Art Brücke formen? Nein, natürlich nicht, weil er sich ja bewegt. Das ist unpassend. Dann müssen wir mit Hulk bestimmt irgendwie eine Art Brücke erschaffen. Ja. Okay, wie kommen wir jetzt darüber? Wie kommen wir jetzt darüber? Ja, nur bestimmt, das weiß ich. Krallenschalter ist mir bewusst, liebes Spiel. Die Frage ist, wie ich diesen Krallenschalter... Ja, das ist auch korrekt, dass er sich durch Giftmüll bewegen kann. Gibt es denn einen anderen Weg noch? So an der Seite vorbei? Nee. Oder vielleicht kann ich mich ja auf dem Geländer... Oh, nee. Okay, man stirbt auch echt sofort. Mann! Okay, okay, Freunde. Ganz... Jetzt müssen wir mal... Jetzt müssen wir mal denken. Denken. Ich muss auf die Seite, aber wie komme ich auf die Seite mit... Ja, da schon mal nicht, aber ich könnte... Ja, das bringt mir aber nichts. Was ist das hier? Wie fies. Wie komme ich denn da jetzt hin? Giftmüll. Kann ich das hier irgendwo ablassen? Kann Hulk das vielleicht doch kaputt machen? Wieso geht das jetzt? Ich stehe die ganze Zeit vor und drück wie bescheuert diesen blöden Knopf und es passiert rein gar nichts. Boah, ey. Das ist doch mal mega scheiße. Sorry, aber... Arsch. So. Jetzt können wir den aber hier benutzen. Den Krallenschalter und kriegen dafür ein Dings. Sieht aus wie eine Bombe oder ein Tresor oder sowas. Achso, ne, es ist ein Kasten zum Aufbauen. Du kannst dich hier in etwas Nützliches verwandeln. Oh ja, vielen Dank für diesen Tipp, den ich ja noch nie den ich ja noch nie gehört habe. Dann verwandeln wir uns mal irgendwas, was die Statue... Oh. Tut mir leid. Ich musste einfach zuschnappen. Okay. Das ist doch schon mal schön. B. Achso. Ja, die kämpfen da unten schon sicherlich ganz toll. Wir werden in der Zwischenzeit mal hier rüberfliegen. Werden wir nicht... Dann gehen wir da rein in Sicherheit mit Hulk in den Tod. Ganz klar. Nee, warte, da war doch was zum kaputt machen, oder? Ach, scheiße. Das wollte ich nicht. Sorry. Hier, das wollte ich. Guck mal. So, Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. So, und wie es dann weitergeht hier, das erfahren wir in der nächsten Folge von LEGO Marvel Super Heroes. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüss!